Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Fabian Klempel. Ich bin Medizinprodukteberater der Firma Hensler Medical. Ich zeige Ihnen heute die große Eigenblutbehandlung mit unserem Ozongenerator Ozonosan Photonic. Neben unserem Ozonosan Photonic benötigen wir folgende Verbrauchsmaterialien: unsere Ozonosan Vakuumflasche mit latexfreien Stopfen, Natriumcitrat und unserem patentierten Mikroperlsystem. Der latexfreie Stopfen ist wichtig, um allergische Reaktionen auszuschließen. Das von Dr. Hensler entwickelte und patentierte Mikroperlsystem sorgt für eine gründliche und schonende Ozonisierung des Blutes. Ein Perfusionsbesteck, wahlweise mit einer 1,1er Nadel oder einer 0,8er Nadel. Eine silikonisierte Spritze, die wie alle anderen Verbrauchsmaterialien auch aus ozonresistenten Materialien gefertigt ist. Ein Keimstopp und ein Transfusionsbesteck. Alle Verbrauchsmaterialien sind selbstverständlich Einmalartikel und dürfen auch nur einmal verwendet werden. Fangen wir also an. Unsere Patientin liegt zur Behandlung bereit und wir können nun unsere Verbrauchsmaterialien vorbereiten. Das Wichtigste ist, dass wir die Wollklemmen verschließen, um einen unerwünschten Vakuumverlust zu vermeiden. Dann nehmen wir unser Transfusionsbesteck und schließen die Rollklemme komplett. Als weiteres nehmen wir unseren Keimstopp und verschließen auch hier die Rollklemme komplett, um einen Vakuumverlust zu vermeiden. Unsere Ozonosan-Vakuumflaschen haben Markierungen im latexfreien Stopfen, um die Vorbereitung zu vereinfachen. Zunächst desinfizieren wir den Stopfen. Das Transfusionsbesteck wird in die Markierung mit dem großen Kreis gesteckt. Bitte achten Sie darauf, dass die Rollklemme vollständig geschlossen ist, da sonst das Vakuum der Flasche entweicht und diese dann verworfen werden muss. Wir entfernen zunächst die Schutzkappe und öffnen dann das Ventil der Flasche für den medizinischen Sauerstoff. Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, sehen Sie zunächst die Kalibrierung ablaufen. Dies ist wichtig, damit Sie auch präzise die gewünschte Ozonkonzentration entnehmen können. Eines der einzigartigen Merkmale aller Ozongeneratoren von Dr. Hensler ist die kontinuierliche Kontrolle der Ozonkonzentration mittels einer photometrischen Messung. Dadurch ist sichergestellt, dass die Konzentration während der gesamten Behandlung unabhängig von äußeren Einflüssen wie Luftdruck oder Temperatur immer dem gewünschten Wert entspricht. Sie stellen dann die gewünschte Ozonkonzentration mit dem Drehregler ein. Nachdem die Spritze entblockt und einmal gespült wurde, können Sie das Ozon an der Entnahmestelle mit der Spritze entnehmen. Die Spritze wird mit ca. 50 bis 60 ml befüllt. Achten Sie auch hier auf ozonresistente Materialien und benutzen Sie alle Verbrauchsmaterialien nur einmal. Nach der Befüllung wird die Spritze mit dem Keimstopp verbunden. Dabei bitte auf die geschlossene Rollklemme achten. Den Ozongenerator können wir nun ausschalten und die Sauerstoffflasche mit dem medizinischen Sauerstoff komplett verschließen. Die Vorbereitungen sind nun abgeschlossen und wir können uns der Patientin widmen. Nachdem wir die Patientin nun vorbereitet haben, können wir sie nun punktieren. Bei der großen Eigenblutbehandlung sind ca. 50 bis 100 ml nötig. Sobald die gewünschte Menge Blut entnommen worden ist, wird die Rollklemme des Transfusionsbestecks zur Hälfte geschlossen und das Blut kann nun ozonisiert werden. Die Rollklemme wird deshalb nur zur Hälfte geschlossen, damit das Blut weiterläuft und nicht im Schlauch gerinnen kann. Nun stechen Sie die Kanüle des Keimstopps in die Kreuzchenmarkierung des Stopfens, bis die Kanüle in der Zuleitung des Mikroperlsystems sichtbar wird. Nun wird die Rollklemme langsam geöffnet. Das Ozon-Sauerstoff-Gemisch wird langsam über den Keimstopp in die Ozonosan-Vakuumflasche geleitet und durch das Mikroperlsystem im Blut verteilt. Das Ozon entfaltet seine Wirkung innerhalb weniger Sekunden. Sobald die Spritze entleert ist, wird sie entfernt, um das System zu entlüften. Anschließend schwenken wir die Vakuumflasche leicht hin und her, damit sich das Blut mit dem Natriumcitrat vermengt.
Das Blut wird jetzt nur durch die Schwerkraft refundiert. Es ist kein gefährlicher Druckaufschlag wie bei der hyperbaren Therapie notwendig. Damit ist die Behandlung abgeschlossen. Die Patientin sollte noch einige Minuten danach ruhen. Weitere Informationen zur Ozontherapie finden Sie auf unserer Website. Auf der Website finden Sie auch das aktuelle Seminarprogramm mit den ärztlichen Fortbildungen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ich Ihnen mit unseren Informationen weiterhelfen konnte.